Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video von mir. Ich bin Dead Skladi und heute die dritte Folge der Walking Dead Season 2. Und wir haben jetzt in der letzten Folge das ganze Verbandszeug geholt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt. Hier haben wir nochmal das ganze Zeug. Okay. Ich muss jetzt etwas leiser sein, Leute, weil wir sind, also ich nehme gerade hier spät abends auf. Gehen wir mal. So. Dies wird jetzt sehr schmerzhaft. Das kann ich euch schon sagen. Halt einfach so. Das zu nähen. Ah, das tut schon weh. Ich habe auch schon mal solch Zeug bekommen. Die ist okay. Oh, jetzt wird's schlimm. Ich habe schon jetzt schon keine Lust, wenn ich schon daran denke. Da sagst du was. Erst das Wasser. Das wird so schmerzhaft. Oh. Boah. Ist aber sehr wichtig, weil es säubert. Ich hatte es auch schon mal auf meinen Ellbogen drauf und das hat so weh getan. Ja, richtig lustig, ne? Oh mein Gott. Kann die doch nicht einfach so machen. Sogar die hat schon Angst. Oh mein Gott. Rip. Ich sag nur Rip. Das. Ah, wie das schon so aus. Da fließt sogar noch das Blut raus. Boah. Schon Respekt, Alter, dass sie das mit so einem Alter macht. Respekt einfach nur. Die ist keine Ahnung, ich glaub. 10 könnte die sein. Ah! Weil so sieht die noch aus. Oh. Oh, stellt mal vor, ihr würdet da. Oh. Stellt vor, ihr würdet einfach so Knochen dabei treffen. Das würde wehtun. Die hat ja jetzt schon Schmerzen, ey. Oh, komm, gleich vorbei. Oh. Das ist das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann. Oh, oh shit. Komm. Bitte sei es das Ende. Nur noch einmal. Jetzt. Oh, das sieht so aus, als ob die es im Körper. Die hat es im Körper reingemacht, oder? Nein. Dass sie nicht heult. Jetzt einfach. Komm, jetzt nur die Bandage, dann ist alles okay. Nein, ja, die Bandage. Komm, du hast das einfachste geschafft. Clementine, boah, du Glückspilz. Mach's drauf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt noch was passiert. Das kann ja nicht so einfach gewesen sein. Oh oh. Ich wusste es. Nein. Nein, nein. Stopp. Geh weg. Oh mein Gott, der hatte mich schoss. Ist irgendwas? Da auf den. Oh Gott. Der ist jetzt da drinnen.
Ich hab den doch gesch... Hallo? XXXXXXXXXX... Dreieck. Das ist die Kombo. Hier. Stein. Und... Bam. Das da. Das sieht gefährlich aus. XXXX... Komm. Ja, wir haben's. Kreis. Oh, easy. Das war ein Win. Mit was denn jetzt? Hallo? Hey? Lol. Mein erster Tod. Ich hab erst jetzt den Hammer gesehen. Jetzt ist es nicht, wir müssen alles nochmal machen, den Kampf. Oder wo war das Blut wieder zu machen? Okay, das da, wo der reinkommt. Oh mein Gott. Ist... Stopp doch. Wenn du uns beißen will, Mann. Hier nach rechts, Junge. Nimm den Stein und schlag den. Jetzt ist er drinne. Jetzt kommt die X-Kombo, dann haben wir es. Kreis. Aber das Problem ist, dass manchmal anders. Steini. Und jetzt den da. Dann abstechen. Jetzt kommt wieder die X-Kombo. So, welchen Knopf diesmal? Dreieck. Weil jetzt muss mir den Hammer nehmen. Und ihn töten. Töten. Ich sagte töten. Töten. Wir haben's. Wir haben's. Ich wurde nicht gebissen. Not bitten. I never was. And you left me out here to die. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a bait. You left me no choice. Ahnung, Wahl gelassen. You could have just left. Relax, du, deine Klappe. Rebecca, oder wie auch immer die heißt. You better get inside. You hungry? Der einzige, den ich schon mag, ist der, weil der konnte ja nichts dafür, der musste das hier machen. Wie ich einfach gestorben bin. Erster Tod. Might hurt a little. How she look? Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. Okay. Oh, nice. Bei mir sieht das schon besser aus. I wish you wouldn't have done what you did. Ja, es ist sehr schön gestorben. Because we considered you a threat, which you were. Ja, wir schon eine Bedrohung. Maybe you still are. Ja, auf jeden Fall. We put you in that shed out of concern for the safety of our loved ones, and then you escaped and persuaded my daughter to steal from us. Ich hatte einen Walker angegriffen. Ich war ja voll sicher. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. If she knew how bad the world is, what it's really like out there, she would cease to function. She's my little girl. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. Okay. She needs to grow up sometime. You do not know what she needs. Rebecca Carlos. Was worried you might be working with someone else. That your being here was no accident.
Guess we'll find out. But one thing I know for sure, you are not to be trusted. Aha, ja, dann werde ich euch auch nicht vertrauen. Außer Luke. Stay away from my daughter. Nur das wirst du wohl sehen, ne? Hey, brought you some food if you're hungry. Ja, klar doch. Trockener Reis? Ernsthaft? Mehr habt ihr nicht in der Hütte? That's gonna leave one hell of a scar. Egal, Hauptsache irgendwas. Better than losing it. Now you can say that again. Scars? They're way cooler than stumps. Mhm. Ich hätte auch einfach essen können. I just had a friend who lost his arm once. That's all. Hm. Na, der schon wieder. Hey, look. I just want to say I'm sorry for being a dick out there. I got kind of aggro. That was definitely not cool. And skip this. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. Well, I didn't mean to be so harsh. I just... we had a bad experience once. Okay. Den verzeih ich, aber dieses Rebecca-Kopf mag ich trotzdem irgendwie nicht. Well, what happened? Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned, and his mom was standing right there, and she got attacked. There was nothing we could do about it. Anyway, hopefully you understand. Bad things have happened to everyone. Okay, es weiter. Nice. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? Das wäre schlimm. Das wäre nice. I've got no problem with it. Do you think everyone else will be okay with it? Well, they'll just have to deal. Besides, it makes sense to let you heal and take some time to sort things out. At least for a little while. Alright, gut. So, what happened to your parents? If you don't mind me asking. I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. You're so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. They died. That's tough. I lost my folks too. Der hier verliert ja jeder seine Eltern. I shouldn't have asked. Ja, ihre Eltern waren voll die Arschlöcher. And left me with a babysitter. And they never came back. We went to Savannah to find them, but they were already dead. Lassen einfach. Ja, einfach Kind allein lassen. I'm sorry to hear that. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He taught me how to shoot a gun. What happened to him? The same thing that happens to everyone, but he saved me first, lots of times. Well, it sounds like he was a real good guy. Yeah, he was. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyway.
Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. Couple fresh brookies for dinner? Okay. Wouldn't that be nice? Angeln ist am Morgen. Okay. Den mag ich auch. Der hat mich gerettet. Eigentlich mag ich alle außer diese Rebecca. Oh, you're still here. Ah, die. Was will die denn jetzt, Alter? I wouldn't get comfortable if I were you. Sie ist einfach leise. Whose baby is it? Excuse me? If it's not Alvin's, whose is it? You shut your fucking mouth. Ich geb dir keine Scheine. You should probably think about being nicer to me. That's just my advice. Oh ja, das sag ich nicht. Gonna be a fucking problem. You got what you came here for. Now go. Halt du dein Maul, du bist die Schlimmste von allen. Ich frag nur, von wem das geht. Sie eskaliert sofort, Alter. Ach. Ich komme so vor, als ob gleich die erste Episode zu Ende ist. Weil die geht schon lange. I heard you got an earful from Rebecca last night. Once she gets going, there's no bringing her back. Sie macht mir keine Angst. She doesn't scare me. She was in a mood last night, that's for sure. How far are these fish traps? It ain't much further. Gut. Oh shit, er hat Knarre. Anyone teach you how to shoot? Klar. By that I mean taught proper. Any idiot with a finger can shoot. My friend Lee taught me. That's good. It's important nowadays. Ja, glaub ich ja. Nick was about your age, first time I took him hunting. Came across this beautiful 13-point buck just standing there on the ridgeline. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Please don't make me shoot it. What a baby. Hey! Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway. So I grab the gun out of his hand before the big buck runs off, when bang, the gun fires. Boy nearly gut shot me, and of course the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? Because you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologized already. She accepted. Okay, well I didn't know that. Let's just get to the river. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Leaving us again. I know where the fucking river is. Scheint haben die gerade Streit. Du wegen der Geschichte, ja mein. So anyway, I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sister's figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. Mm-hmm. He doesn't hate you. Nick's father wasn't there much, and he was a piece of shit when he was. So it fell to me to keep him in line, raise him right. Meant I couldn't just be nice Uncle Pete. Uh-huh. Uncle Pete! Nein, so ist der Schiff angegriffen. Nick! Nichts zum Angriff. Jesus, Mary und Joseph. Was? Wieso? Oh. Oh. Hier wurden anscheinend Leute angegriffen. Full of holes. Who do you think did this? Not sure yet.
But it ain't your average gang of thugs, that much I know. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? Okay. Check those guys there. Be careful. Okay. Some of them might still be moving. Ja, untersuchen wir. Erstmal mit dir reden. What can I do? See if you can find anything else. Okay. Like what? Like what might tell us who did this. Sorry, Leute. Tut mir leid. Es wird der Leiche noch alles normal. Hallo? Er ist auf jeden Fall tot. This one's shot too. Through the head? Yeah. Check the rest. And look for ammo. We're running low. Oh, Munition brauchen wir. Da hinten. Anschauen. There are more out there. This wasn't no rinky-dink pissing match. Mm-hmm. What was it then? Fubauer. Where are you going? We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it, son. Calm down? We gotta get out of here now! Jesus Christ, get a hold of yourself! What if someone's alive, Nick? Who cares? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later, you're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Mises. Whatever. Come on, Clem. You wanna be useful? Keep a lookout on that tree line. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass einer gleich stirbt. Waiting for another sucker to stumble across this mess. Meine Knarre. Might be more useful with a gun. Könnte ich mehr. I don't doubt it. At some point, you guys have to trust me. Yeah, I trust you. But not everyone's at that point yet. Give them time. No, Rebecca wird mir nicht vertrauen. Just keep your head on straight. Wow. Oh, ich wollte schon gerade sagen, dass hier 5000 Zombies jetzt kommen. Same deal. We're shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Nein, zum Glück kenn ich ihn nicht. Stirb. Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Was gibt's denn hier so? Ja, wow. Eine Leiche. Ja, komm. Das ist der Rucksack. Das ist der Rucksack, ne? Das ist der Rucksack. Da muss ja diese eine Chris oder wie heißt sie? Die Typ lebt? Lol. was ist mit dir passiert? Hallo? You were in the woods with Krista. The woman I was with. What happened to her? Was mir passiert, komm, sag. Tell me. Tell me. Komm, sag sie mir bitte. Hier war das Wasser. Ich gebe ihnen das. Ich will wissen, was mit passiert ist. Komm. Bitte. Bitte, kannst du mir noch was sagen? Ich konnte mir nichts sagen. Pete, I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Wurde der gebissen? Oh, damn it. Er wurde gebissen? Nein. Er wurde gebissen. About ammo. Er kann this way. Bitch. Damn it. You get your asses over here, both of I'll you. I'll cover you. We gotta get out of here. Get over was here. Ich? God damn it. Can't you listen? Ich schreit zu dir. Hey, wie soll ich ihnen helfen, hä? Ja, zwei. Ja, auf den Zombie.
Jetzt bestimmt. Nein. Nick, hold on. Nick. Nein. God damn it. Nick. Ach, und weg. We have to go. Nein, jetzt sind wir getrennt. Nein. Ich sehe das getrennt, scheiße. Oh. What are you gonna do? Someone's outside. Someone came here looking for you. A man. What? Did he say what his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he gonna do? I can't keep going. Okay. I figure we got about 4-5 more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down, man. I thought you were dead. Ja, Leute, das war die erste Episode von The Walking Dead. Jetzt sind nochmal die Entscheidungen. Hast du versucht, Krista zu retten? Okay. Ich bin bei der Mehrheit geblieben. Hast du den Hund getötet? Auch bei der Mehrheit. Hast du die Entschuldigung angenommen? Auch die Mehrheit. Hast du dem sterbenden Mann Wasser gegeben? Nicht mehr als mehr. Ich fische nicht so, aber ist egal. Hast du Nick oder Pete gerettet? Mehr Leute haben sich für Pete entschieden. Ich glaube, hätte ich mich für Nick entschieden, wäre Pete bestimmt gestorben, weil der hat ja keine Munition, der wird ja gebissen worden. Nick ist ja jetzt noch safe. Er ist ja jetzt weggerannt. Ist bis jetzt aber noch zum Glück keiner gestorben. Ja, Leute, das war's dann mit der ersten die erste Episode von The Walking Dead. Also, ich fand schon geil. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der zweiten Episode von The Walking Dead. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.